Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Heute habe ich meine Blacklist 2018 für euch. Und zwar ist das eine Art Challenge. Die mache ich mit der lieben Franzi zusammen. Ich habe euch ja schon mal von Franzi erzählt. Ich habe sie das erste Mal auf der Buchmesse gesehen. Und wir machen jetzt zusammen diese Challenge. Die hat, glaube ich, vor einem Jahr die Franzi von Die Bücherseelen mit der Clary zusammen gemacht. Ich kann euch das Video ja mal unten in der Infobox verlinken. Und ja, Franzi hat das entdeckt und wollte das ganz gerne auch mit mir zusammen machen, hat mich gefragt und ich habe gesagt, ja klar, können wir gerne machen. Und dazu muss man halt wissen, dass wir uns für 2018 24 Bücher rausgesucht haben. Und Franzi sucht jeden Monat zwei von diesen Büchern aus und eins muss ich dann lesen. Also ich habe quasi noch eine kleine Auswahl innerhalb dieser vorgegebenen Bücher. Und für Mai wollte ich schon sagen. Für Januar hat sie auch schon zwei ausgesucht. Und ich habe auch schon eins genommen, was ich davon lesen werde. Beziehungsweise drei, weil es eine Trilogie ist. Und ich wollte euch diese 24 Bücher in diesem Video einmal vorstellen. Wobei es jetzt ja nur noch 23 sind, da ja eins rausgeflogen ist. Also von diesen zwei Büchern, die sie mir sagt, wähle ich eins aus. Und das andere fliegt dann von dieser Liste runter und kommt wieder in mein Bücherregal auf meinen Sub. Von daher sind es quasi 23 Bücher nur noch. Aber ich zeige euch trotzdem 24 und bei diesen beiden Büchern, die sie ausgesucht hat, werde ich euch auch sagen, welche das natürlich sind. Zudem werdet ihr sehen, dass ich total rot bin. Das liegt daran, dass ich das erste Mal heute ein Video drehe, wo mein Freund mit im Raum ist. Und zwar sitzt er da neben mir, aber er ist am Computerspielen. Und wenn ihr im Hintergrund so ein kleines Klimpern hört, also wie gesagt, er ist am Spielen und ja, das ist dieses Klimpern, falls ihr es hören solltet. Und deswegen bin ich rot und deswegen werde ich wahrscheinlich stottern und sehr viel schneiden, weil ich die ganze Zeit im Rumlachen bin. Ich glaube, er hört mich zwar nicht ganz, aber ich muss trotzdem lachen. Aber wir fangen jetzt mal mit den Büchern an, mit den 24. Ich hoffe, ich habe euch das übrigens richtig erklärt. Ansonsten erklärt Franzi das ja auch nochmal in ihrem Video, was ihr unten in der Infobox findet. Das habe ich schon mal gesagt. Von diesen 24 Büchern sind tatsächlich 8 nur Taschenbücher. Also habe ich 16 Hardcover. Ich fange jetzt damit an, euch die Taschenbücher zu zeigen. Das sind übrigens meistens oder fast alles Bücher, die schon etwas länger auf unseren Subs liegen. Und Franzi hat ziemlich viele Bücher genommen, die ich auch selbst auf meinem Sub habe, aber jetzt nicht in diese Liste gepackt habe, außer eins, das haben wir beide gleich. Das ist bei mir aber tatsächlich auch ein Reread, also ich habe zwei Reread-Bücher dabei und ein Buch, das liegt noch nicht ganz so lange auf meinem Sub, aber das liegt halt am längsten von dem Verlag mit auf meinem Sub. Das werde ich dann euch aber noch erzählen, wenn das Buch an die Reihe kommt. Und fangen wir mit den Taschenbüchern an. Und das allererste, was ich hier auf dem Stapel liegen habe, ist auch schon das, was Franzi, oder eins der beiden, die Franzi ausgesucht hat. Und zwar von Rachel Hawkins, Hexhall, Wilder Zauber. Das ist der erste Band einer Trilogie. Ich glaube, die Bücher kriegt man gar nicht mehr so einfach. Zumindest den zweiten Band, glaube ich, nicht. Und da hat Franzi mir geschrieben, entweder dieses oder ein anderes. Das kommt gleich noch. Und ich habe mich für dieses Buch entschieden. Also dieses Buch werde ich im Januar lesen. Ich habe es übrigens mal gebraucht gekauft. Ich weiß gar nicht mehr wo. Und es hat ganz viele solche komischen gelben Flecken hier überall. Aber ich bin schon sehr gespannt darauf, wie der Name sagt, es geht um Hexen. Ich liebe ja Hexen. Und ich freue mich schon sehr darauf, dieses Buch zu lesen. Dann habe ich auf der Liste von William Ritter Jacoby. Das habe ich tatsächlich auch noch nicht so lange auf meiner Liste. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, woher ich das habe. Ich glaube, ich habe das aus irgendeinem Tauschpaket mal bekommen. Das ist eine Art Vergangenheitsbuch mit einem Detektiv. Ich will euch gar nicht so viel darüber erzählen, weil ich die Bücher noch nicht gelesen habe, deswegen kann ich euch auch noch nicht so viel erzählen. Aber ich erzähle euch immer, woher ich die Bücher habe und warum sie vielleicht so lange auf meinem Sub liegen. Und dieses Buch ist auf jeden Fall, habe ich glaube ich aus einem Tauschpaket.
Und ja, ich hatte bis jetzt einfach noch nicht so richtig Lust, das zu lesen. Es ist ein Einzelband. Ich habe versucht, nicht ganz so viele Reihen auf die Liste zu packen. Zumindest nicht Reihen, die mehr als 3 Bücher haben. Und Reihen, die ich vollständig habe, weil ich ja die Reihen dann immer gleich ganz lesen will. Also werde ich von Hexwell wahrscheinlich auch 3 Bücher, 2 vielleicht im Januar lesen und 1 im Februar oder andersrum. Ja, aber auf jeden Fall liegt das auch auf der Liste drauf. Dann kommen wir zu einem Buch, das ist, glaube ich, das dickste auf dieser Liste oder das zweitdickste. Und zwar von Carrie Jones und Stephen E. Wedel. Spirit, du gehörst mir. Das wollte ich damals mal mit Bianca lesen, glaube ich. Aber irgendwie habe ich das nie geschafft, weil ich da auch nie so richtig den Elan zu hatte. Das habe ich mir übrigens mal auf Amazon bestellt, wenn ich mich recht entsinne, weil ich es unbedingt haben wollte. Aber immer noch nicht gelesen habe. Also seit dem Erscheinungstermin liegt das bei mir auf dem Sub. Es hat, glaube ich, auch jemand gelesen und fand es nicht ganz so gut. Deswegen habe ich auch erstmal nicht zugegriffen. Das Buch hat 410 Seiten, also etwas mehr als 410 Seiten. Ja, und ich glaube, hier geht es um Visionen und Traumstimmen, sowas in der Richtung. Ja, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt drauf. Vielleicht kommt sie auf die Liste, vielleicht kommt sie ja nicht auf die Liste. Dann eine Trilogie, die ich eigentlich auch noch nicht so lange habe, aber auf die ich Lust habe und deswegen ist die hier drauf auf der Liste. Und zwar von Elizabeth Dennis, Federherz. Da gibt es den zweiten Band auch zu, den habe ich auch hier stehen. Ich glaube, den ersten Band, ich müsste überlegen, ich weiß gar nicht, woher ich diesen ersten Band habe, um ehrlich zu sein. Aber ich muss mal hier euch den Buchschnitt zeigen, das sieht total cool aus. Ich weiß gar nicht, ob das was darstellen soll, ob das Federn darstellen soll. Aber wenn ein... Das ist aber auch nicht auf allen Seiten. Merkwürdig. Sind hier immer an der Seite so Federn, das finde ich total cool. Ich habe keine Ahnung mehr, um was es geht in diesem Buch. Aber Federherz. Dann habe ich wieder eine Trilogie. Die habe ich auch ziemlich lange. Ich glaube, das war eins mit der ersten Bücher, die ich mir mal bestellt habe. Und zwar von Amanda Hocking Verborgen, die Tochter der Trill, Band 1. Da gibt es ja auch 3 von und ich habe alle 3 hier, natürlich. Ja, ich glaube, das habe ich mal von Rebuy oder von Avell bekommen. Ich glaube, es war Avell. Ich weiß auch gar nicht mehr, um was es hier geht. Auf jeden Fall auch irgendwas mit Magie. Dann habe ich hier wieder einen Einzelband, der auch relativ dünn ist. Und zwar von Megan Mirandas Splitterlicht. Auch hier habe ich wieder keine Ahnung, um was es geht. Das habe ich mir von Rebuy gekauft. Und eigentlich wollte ich es lesen, als wir diesen Ravensburger Sommer hatten. Aber irgendwie hat es nicht geklappt. Was ich in diesem Buch übrigens mega cool finde, es glitzert einfach überall. Es glitzert sogar hinten. Es glitzert überall, es glitzert sogar am Buchschnitt. Am Buchrücken, sorry. Es glitzert überall. Und ja, da weiß ich aber leider auch nicht, um was es genau geht. Aber ja, ich bin ja auch sehr gespannt. Je nachdem, welches Buch welchem Buch gegenübersteht, werde ich mich ja entscheiden, welches ich von den beiden lesen werde. So habe ich jetzt wirklich auf alle Bücher Lust. Aber ich habe ganz spezielle Bücher, bei denen ich denke, wenn das diesem anderen speziellen Buch gegenübersteht, dann werde ich auf jeden Fall das eine spezielle Buch nehmen. Ja, so viel dazu. Dann kommen wir zu einer weiteren Trilogie. Zumindest glaube ich, dass es eine Trilogie ist. Und, okay, ich dachte, es hätte mehr Seiten, weil es irgendwie so dicker aussieht. Von Jennifer Rush, Escape. Der zweite Band ist Hyde, den habe ich natürlich auch hier. Das weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, woher ich das habe. Es ist schon erstaunlich, wo man seine ganzen Bücher ansammelt und wo man halt nachher gar nicht mehr weiß, woher man die hat. Ich glaube, das müsste aber auch von eBay gewesen sein. Ich meine, das war von eBay. Bei mir gibt es ja nicht ganz so viele Optionen. Entweder eBay, Avell, Rebuy, na gut, okay, mittlerweile auch Facebook. Ja,
Aber das ist, glaube ich, von eBay und bis jetzt hatte ich einfach auch nicht so die Lust, das zu lesen. Deswegen habe ich das jetzt auf die Liste gepackt. Dann kommen wir zu dem letzten Taschenbuch und das ist das Buch, wo ich eben meinte, dass es eigentlich noch nicht ganz so lange auf meinem Sub liegt. Und aber von diesem Verlag ist es eins der längsten oder der ersten, die ich bekommen habe. Und zwar von Ara Reed, Mondprinzessin aus dem Drachenmond Verlag. Das ist eins der ersten Drachenmond Bücher, die ich bekommen habe. Deswegen habe ich mir gedacht, packe ich das mal mit auf die Liste, weil ich habe einfach Lust gehabt, ein Drachenmond Buch zu lesen. Und da kommt jetzt bald auch, ich glaube, das kommt erst im August raus, der zweite Band. Eigentlich sollte es ja nur ein Einzelband werden. Und zwar Mondkrieger, glaube ich. Eigentlich soll es ein Einzelband sein, aber da kommt jetzt noch ein zweiter raus. Und sehr viele von meinen Freunden sagen, dass sie dieses Buch nicht ganz so toll fanden. Deswegen bin ich da auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf. Das Cover finde ich ja total toll. Jetzt solltet ihr das Klickern gerade hören. Dann kommen wir jetzt zu den Hardcovern. Das sind jetzt... 16 Stück. Das erste ist ein Einzelband und zwar von Martha Sophie Markus, Rabenherz und Elsternseele. Ich finde das Cover ja so unglaublich schön. Diese blau eingefassten Sachen kann man so anfassen. Ich finde das mega, mega cool. Dieses Buch habe ich von Abel und ich habe mir das eigentlich auch nur gekauft, weil mich das Cover angesprochen hat. Ich bin das typische Cover-Opfer, ich weiß. Aber natürlich hat mich der Klappentext auch angesprochen, aber in erster Linie natürlich das Cover. Deswegen habe ich es gekauft. Es hat diese, ich finde es einfach total süß, diese ganzen, Feinheiten, Einzelheiten, Details, die es hat. Dieses Schloss mit den ganzen Vögeln hier drauf und hier hinten, spiegelt sich das eigentlich auch nochmal wieder. Und ich finde übrigens auch die Schrift mega cool. Das ist das erste Hardcover, was auf meiner Liste gelandet ist. Dann das zweite Hardcover ist von Sophie Jordan, Firelight, Brennender Kuss, der erste Band. Da habe ich hier mittlerweile auch alle drei Bände hier. Und ich habe mega Lust, das zu lesen. Ich mag im Moment sehr, sehr gerne Drachengeschichten. Und hier drin geht es um Drachen, soweit ich weiß. Wie man auch hier sehen kann. Ich glaube, sie ist ein Wehrdrache. Keine Ahnung, steht hinten nicht drauf. Aber ich glaube, es geht um Drachen. Und ich habe ja von Sophie Jordan auch Infernale gelesen und fand das mega, mega gut. Mega, mega gut. Deswegen habe ich jetzt hier auch wahnsinnig Lust drauf. Und es ist mit auf meiner Liste. Das ist zum Beispiel so ein Buch, ein spezielles Buch, wo ich mir denke, das werde ich auf jeden Fall nehmen, wenn es einem bestimmten anderen Buch gegenübersteht. Deswegen, dieses Buch werde ich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auch auswählen. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Dann kommen wir zu dem ersten Reread-Buch auf meiner Liste und zwar von Victoria Scott, Feuer und Flut. Da habe ich seit Ewigkeiten den zweiten Band in meinem Regal stehen, habe ihn aber immer noch nicht gelesen und ich fand den ersten so, so, so mega toll, wegen diesen kleinen Tierchen allein schon. Und ich habe das Ganze damals mit Steffi zusammen gelesen, aber irgendwie haben wir den zweiten Band so nie angefangen. Deswegen möchte ich den ersten jetzt nochmal rereaden und dann den zweiten auch gleich direkt hinterher. Dann kommen wir zum... ich glaube, dicksten Buch, was ich hier habe. Und es ist noch eingeschweißt. Das ist übrigens auch eins der Bücher, die noch nicht so lange auf meinem Sub sind. Aber das hatte ich jetzt tatsächlich schon dreimal auf meiner Leseliste und habe es immer noch nicht gelesen. Und es soll so, 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 so gut sein. Deswegen kommt das jetzt auf diese Liste. Und zwar von Naomi Novik, Das dunkle Herz des Waldes. Ich glaube, da brauche ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Es geht um einen Wald, der quasi lebt und der... ein Mädchen zu sich ruft, um es zu heiraten, oder was war das nochmal? Ach genau, hier geht es auch um einen Drachen und es hört sich einfach mega cool an. Es soll auch mega, mega gut sein und da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Dann kommen wir zu einem Buch,
Das ist quasi ein halbes Reread. Eine Freundin von mir hat mir damals gesagt, dass sie das Buch wahnsinnig toll fand. Ich habe es angelesen, habe es ungefähr bei der Hälfte wieder aufgehört, weil es einfach so, ja, es war nicht gar nicht meins, aber es war halt nicht so richtig meins. Und deswegen habe ich nicht weitergelesen. Und zwar von Alexandra Adornetto, Halo. Ja, das habe ich angelesen, habe aber dann nie weitergelesen. Und jetzt möchte ich dem Ganzen nochmal eine Chance geben. Ich habe auch die ganze Trilogie hier. Und ja, wenn mir das immer noch nicht gefallen sollte, dann wird es leider rauswandern. Aber ich gebe dem nochmal eine Chance und deswegen ist es auf dieser Liste. Ja, wenn es aber einem speziellen Buch gegenüber tritt, wird dieses spezielle Buch wahrscheinlich eher nicht gewählt. Einfach aus diesem Grund, den ich gerade gesagt habe, was eigentlich unsinnig ist. Aber ja, wenn es jetzt zum Beispiel Firelight gegenübersteht, werde ich mich definitiv für Firelight entscheiden. Wenn es aber einem anderen Buch gegenübersteht, werde ich mich vielleicht für dieses entscheiden. Und ich finde, das macht die Sache ziemlich spannend. Und ja, ich mag sowas total gerne. Dann kommen wir zum nächsten Buch. Das ist mein zweites Reread-Buch. Da habe ich auch mal wieder die ganze Trilogie hier. Ich glaube, ich habe wirklich fast nur Bücher genommen, bei denen ich die ganze Reihe habe. Und zwar von Kerstin Gehr, Silber, das erste Buch der Träume. Das habe ich tatsächlicherweise schon gelesen, aber den zweiten und dritten Band irgendwie nie weitergelesen. Ich fand das damals ehrlich gesagt so lala. Also es war okay, aber es war nichts Herausragendes. Aber wie gesagt, ich möchte ihm auch nochmal eine Chance geben. Ich werde es jetzt vielleicht rereaden, um dann auch den zweiten und dritten Band zu lesen. Und ja, dann wird sich entscheiden, ob ich das behalten werde oder nicht. Das habe ich damals, glaube ich, mal geschenkt bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ein Buch, das liegt, glaube ich, wirklich schon ziemlich lange auf meinem Sub. Auch eins mit der ersten Bücher, die ich bekommen habe, zu meinem mindestens den ersten und zweiten Band, glaube ich. Den dritten Band erhält man so gar nicht mehr. Also der kostet ein bisschen mehr, ist eine Rarität. Von Kai Meier, Die Sturmkönige, Jinland, ist der erste Band. Finde ich mega schön, dieses Cover. Ich glaube, das habe ich von Rebuy, weil hier hinten ist dieser glänzende Lack ab, falls ihr das seht. Das deutet ja immer darauf hin, dass da mal ein Sticker geklebt hat. Und ja, das hat er bei mir, glaube ich, auch. Ich finde das ja, sehr schade, man sieht das hier. Aber es ist trotzdem noch ein richtig, richtig schönes Buch. Und ja, da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Es geht, wie der Name Jinland sagt, um Jins. Da habe ich bis jetzt noch so gut wie gar nichts drüber gelesen. Deswegen bin ich auch sehr gespannt hier drauf. Dann kommen wir zu einem Einzelband. Da habe ich auch schon mal ein anderes Buch von ihr gelesen und fand das richtig, richtig gut. Und es geht hier drin um Wasser. Und ich liebe ja Geschichten, die im Wasser spielen. Und zwar von Ellie Condy, Atlantia. Das habe ich tatsächlicherweise auch noch gar nicht so lange. Das habe ich mal von Avell bestellt. Da geht es ja um zwei Zwillinge drin, die quasi, eine lebt im Wasser und eine lebt am Land. Und die dürfen sich gegenseitig halt nicht sehen, die Land- und die Wasserbewohner. Und es hört sich mega interessant an, aber viele haben schon gesagt, dass es nicht ganz so gut sein soll. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ich das finden werde. Dann habe ich wieder eine Dilogie. Und zwar von René Adi, Zorn und Morgenröte. Ich dachte, das wäre eine Trilogie, aber es ist doch nur eine Dilogie. Und ja, den zweiten Band habe ich auch hier. Der erste Band ist noch eingeschweißt. Den habe ich mir, glaube ich, mal... entweder habe ich mir den so gekauft oder ich habe den geschenkt bekommen. Ich glaube, ich habe ihn so gekauft. Ja, da geht es, glaube ich, um... sowas ähnliches wie Tausend und eine Nacht, solche Geschichten. Genau, hier geht es um einen Kalifen, der sich immer eine Frau aussucht, sie am Abend ja zu seiner Braut macht und dann morgen hinrichten lässt, bis halt ein Mädchen auftaucht, das ihm Geschichten erzählt, ja, bei denen er sie am Leben lassen will, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, auch auf den zweiten Band. Dann haben wir ein Buch, das ist einer der wenigen zweiten Teile, die ich habe. Ich habe zwei zweite Teile auf dem Stapel hier liegen. Und zwar ist das einmal von Thomas Thiemeyer, Das Verbotene, Egen, Logan und Gren. Den ersten Band fand ich ja total toll. Ich liebe Thomas Thiemeyer, also seinen Schreibstil und seine Bücher. Den ersten Band habe ich, glaube ich, Anfang des Jahres gelesen. Und ich wollte die ganze Zeit Band 2 lesen, habe es aber irgendwie nie hingekriegt. Und ja, deswegen ist er jetzt auf dem, ja,
nicht auf dem Sub gelandet, sondern auf der Liste gelandet. Hier geht es ja um ein Land, in dem Frauen und Männer getrennt leben. Also sie sehen sich nicht, sie treffen sich nicht, gar nichts. Außer halt um Kinder zu bekommen. Aber ansonsten sind diese Völker verfeindet, also Männer und Frauen sind verfeindet sozusagen. Und daher geht es immer halt um zwei Leute, die sich diesem Drang, wie auch immer, quasi widersetzen und sich verlieben. Und den ersten Band fand ich mega, mega toll. Den habe ich damals mit Anna zusammen gelesen. Sie mochte den nicht ganz so gerne, aber ich fand es total toll. Dann habe ich wieder einen Einzelband, und zwar von Gina Rosati, Oracle. Ein Mädchen, zwei Seelen, eine Liebe. Ich glaube, das sollten zwei Teile werden, wurde aber jetzt nur einer. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei diesem Buch war oder ob das bei einem anderen Buch war. Falls ihr das wisst, ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich glaube aber, das war bei diesem Buch. Ich habe auch keine Ahnung mehr, um was es da geht. Ich würde jetzt mal darauf schließen, dass es um Geister geht, aber ich habe keine Ahnung. Irgendjemand sagt auch, dass das Buch nicht so toll sein soll. Aber wie gesagt, da würde ich mir gerne selbst ein Bild drüber machen. Und das Cover lässt sich übrigens mega, mega schön anpacken. Ich glaube, das habe ich auch von Avell. Das Verbot Eden habe ich übrigens auch von Avell. Dann kommen wir zu dem zweiten Buch, das Franzi für mich ausgesucht hat, und zwar von Julie Heiland Bannwald. Und da hat sie gleich zwei Bücher genommen, bei denen es mir mega, mega schwer gefallen ist, weil ich mir eigentlich vorgenommen hatte, egal welches Buch hier gegen antritt, ich nehme Bannwald, weil ich das so lange schon lesen wollte. Und weil es halt um ein Mädchen geht, das im Wald lebt, und ich finde das mega cool. Aber da ich Sternwald und ich habe also den dritten Band noch nicht habe, und ich dann wahrscheinlich sehr gerne weiterlesen möchte, habe ich mir gedacht, da lese ich Hexhall, weil da habe ich alle drei Bände. Und das liegt auch schon sehr viel länger auf meinem Sub. Deswegen habe ich mich dafür entschieden und dieses Buch nicht. Deswegen wandert das gleich wieder auf meinen normalen Sub zurück und verabschiedet sich damit aus der Liste. Dann kommt der zweite Teil, den ich habe. Den ersten Teil fand ich leider nicht gut. Aber ich möchte der Geschichte noch eine Chance geben. Und der dritte Band ist auch wieder eine kleine Rarität. Also man bekommt ihn noch, aber er kostet auch schon ein bisschen mehr. Und zwar von Carrick O'Brien. Das Land der verlorenen Träume ist der zweite Band. Der ist oben ziemlich vergilbt. Den habe ich auch von Avell. Nee, den habe ich aus meiner Meierschen sogar. Stimmt, den habe ich aus meiner Meierschen. Und ich mochte den ersten Band nicht so gerne. Aber ich möchte dem trotzdem noch eine Chance geben, weil ich halt immer gerne wissen möchte, wie es weitergeht. Und deswegen ist es auf dem Stab gelandet. Im ersten Band ging es halt um Gaia. Hieß sie Gaia? Nein, sie hieß nicht Gaia. Doch, sie hieß Gaia. Die eine Hebamme ist, glaube ich. Und die müssen die ersten drei Neugeborenen des Monats zu der Stadt bringen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie diese Stadt heißt. Auf jeden Fall müssen die diese drei Neugeborenen zu der Stadt bringen und keiner kommt hinter diese Stadtmauer und weiß, was mit diesen Kindern eigentlich geschieht. Bis Gaia dann, glaube ich, eines Nachts da mal einbricht oder reinkommt und dann so einiges halt herausfindet. Ich fand es, wie gesagt, ein wenig, Jedenfalls der zweite Band dazu und mal gucken, ob ich das dann wählen werde oder nicht, je nachdem, wem das gegenübersteht. Dann ein Buch, das ist auch ziemlich dick, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Das liegt auch schon relativ lange auf meinem Sub, ist eine Dilogie, ich habe auch beide Teile da. Und zwar von Rainer M. Schröder, Liberty 9, Sicherheitszone. Ich liebe dieses Cover und guckt euch bitte die Schrift an. Ich liebe diese Schrift, die so changiert, nennt man das changieren? Ich finde es mega cool. Ich weiß auch gar nicht mehr, um was es hier geht. Das habe ich, glaube ich, auch von Avell, wenn mich nicht alles täuscht. Und das hat einfach fast 500 Seiten, was ich gar nicht gedacht hätte. Da kommen wir auch schon zum vorletzten Buch. Und das liegt auch schon relativ lange auf meinem Sub und hat auch ziemlich viele Seiten, über 460. Und zwar von Catherine Fisher in Castle One. Fliehen heißt sterben. Das ist ja auch eine Dilogie. Der zweite Teil heißt Zephyk. Und den habe ich natürlich auch da. Ja, genau. Es
geht hier drin um eine Art Gefängnis und ja, ein Insasse von diesen Leuten hat halt Kontakt zu außerhalb und ja, es ist ihre einzige Chance, seine einzige Chance zu entfliehen aus dem Gefängnis. Und ja, es hört sich auf jeden Fall mega spannend an. Ich bin total gespannt auf dieses Buch. Es ist auch eins der Bücher, das ich schon ewig lesen wollte. Ich habe mich angeruckelt. Und deswegen ist es jetzt auch auf dieser Liste. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Buch. Das ist auch ein Einzelband und deswegen habe ich ihn auch eigentlich nur genommen. Er ist auch gar nicht so lange auf meinem Sub. Von Kimberly Dating Dark Queen, Schwarze Seele, Schnee, Weißes Herz. Das habe ich auch von Avell. Da gab es mal so eine Ink-Woche oder Ink-Monat. Da gab es halt ganz viele Ink-Titel. Ich weiß auch gar nicht mehr, um was es hier geht. Auf jeden Fall um irgendeine Königin und mein Königreich. Aber so genau weiß ich das leider auch nicht mehr. Und ich möchte euch nichts Falsches erzählen oder die ganze Zeit auf dem Klappentext nachlesen. Deswegen sage ich euch dann auch übrigens nichts dazu. Ich hoffe, dass das okay für euch, weil ich glaube, wenn ich jetzt zu jedem auch ausführlich etwas erzählen würde, würde das Video einfach mega lange dauern. Ja, das ist das letzte Buch von dieser Liste. Ich werde euch in meinen Want-to-Reads und Lesemonaten immer auf dem Laufenden halten, welche beiden Franzi für mich ausgesucht hat, welches ich von diesen beiden genommen habe und ob ich es dann auch geschafft habe zu lesen. Das war's dann aber auch mit dem Video. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, an welchen Challenges ihr so teilnehmt, wie ihr diese Blacklist findet. Ich finde das mega cool. Und ob ihr vielleicht eins der Bücher schon kennt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und ja, bis bald. Tschüssi.